Bei den Chemikern in Leipzig hat es für Benjamin Lewis nicht gefunkt. Man könnte auch sagen, die erhoffte Reaktion blieb aus. Klingt nicht ganz so gefährlich. Pünktlich nach Weihnachten kam er zurück, der gebürtige Eilenburger, der seine Jugend hier verbracht hat. Bleibt die Frage, ob er das Geschenk ist, was man sich schon immer hier gewünscht hatte, oder doch eher sowas wie eine karierte Krawatte. Im Vergleich zum Modeaccessoire ist er in jedem Fall eines, vom Umtausch ausgeschlossen. 5 Minuten gespielt, Eilenburg in Rot und mit, na klar, Benjamin Lewis. Das ist schon mal ein vielversprechender Einstand für Nico Knaubels Neuzugang. Rathenow aber hat zu Beginn mehr Schwung Richtung Tor, logisch, bei so viel Rückenwind. Was die Ausführung der folgenden Ecke allerdings erheblich erschwert. Eine kleine Kuhle schafft Abhilfe. Und dann klappt's auch mit der Ecke. Der Begriff Luftloch schlagen nimmt bei solchen Bedingungen eine ganz neue Bedeutung. Aber an Langner macht dem ein Ende. Beste Möglichkeit der Gäste nach 8 Minuten. Ingo Kalisch, Rathenows Jahrhundertcoach, der weiß, nicht er, sondern seine Jungs stehen im Fokus. Allerdings nicht zwangsläufig immer im positiven Sinne. Polychronakis mit der ungewollten, perfekten Vorlage für Fiedler, über Bande mit Wilke und dann ab dafür 1:0, siebter Saisontreffer für Adam Fiedler. Ohne Sturm wäre das Ding vermutlich in den dritten Oberrang gegangen. So allerdings heißt es nach 23 Minuten Führung Eilenburg, auch wenn er das erste Tor nach der Winterpause nicht selbst geschossen hat. Benjamin Lewis scheint zumindest einen guten Einfluss auf gebeutelte Offensive zu haben. Vielleicht auch in der nächsten Szene, eine Viertelstunde später. Die Flanke auf dem Weg zu Stelmeck, regelwidrig abgefangen von Rathenows Kapitän Wilke. Keine Diskussion, keine Frage, Elfmeter. Adam Fiedler, 2:0, kurz vor der Pause. Vielleicht eine Idee, neben der Anzeigetafel ein Windspiel installieren, gäbe doch ein nettes Halbzeitkonzert. Kurz nach Wiederampfiff. Fiedler nutzt die Kuhle von vorhin, ohne Probleme bei der Ausführung der Ecke, aber der verhungert trotzdem auf dem Weg Richtung Tor. Zweiter Versuch. Kleines Tänzchen, dann flach in die Mitte, diesmal zu Alexander Vogel, 3:0. So richtig nach perfekt getroffen sah der zwar auch nicht aus, aber vielleicht macht gerade das den Ball so unhaltbar für Lukas Hiemann. Den Rest der zweiten Hälfte verbuchen wir unter vom Winde verweht. Rathenow drückend überlegen, aber zumeist nur ein laues Lüftchen. Eilenburg hält die Null. Also Thema Offensivschwäche vorerst vertagt. Zumal einen haben wir noch. 83. Minute. Lennart Möbius, 4:0. Nächstes Joker-Tor für den 18-Jährigen. Beim verrückten 4:4 gegen Lichtenberg zuletzt getroffen. Heute sein zweites Saisontor. Schon wieder ein Viererpack der Eilenburger. Gefühlt war der Einzige, der auf der Torschützenliste gefehlt hat, Benjamin Lewis, macht den Ureilenburger nach so einem Spiel überhaupt nicht traurig. Nein, auf keinen Fall. Also, wer hätte das gedacht? 4:0 zu Hause gegen einen Konkurrent, der mit unten steht. Das war für uns ein 6-Punkte-Spiel. Und wir sind sehr froh, dass wir das gewonnen haben am Ende. Auch ohne Lewis-Treffer bringt Eilenburg wieder etwas Luft zwischen sich und die Abstiegsplätze. Und ein paar Chancen zum Selbsttreffen hat er ja auch noch.